ihr wieder da seid. Heute wollte ich Box of Beauty Video machen, weil ich habe schon lange kein Video mehr über Box of Beauty gemacht. Da dachte ich mir halt, ich mache mal wieder langsam und langsam. Momentan habe ich leider nicht mehr so viel Zeit für Videos machen wie früher, da ich halt arbeite und momentan ist ja auch noch Weihnachtszeiten, sag ich mal, Weihnachtsmarkt und hin und her als Mögliche und die Geschäfte haben jetzt länger als zuvor geöffnet. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, komm, morgen hast du frei und dann kannst du halt jetzt dein Video dazu machen. Und zwar diesmal sieht das so aus und die ist halt in Gold und das finde ich total schön, richtig schön gemacht, halt weihnachtlich. Hier steht noch drauf, we wish you a Merry Christmas, steht drauf. Total süß und niedlich. Ja, und dann gucken wir mal halt gemeinsam, was diesmal alles drin ist. Ich habe des Öfteren immer wieder mein Box halt retourniert, weil da war wirklich immer wieder Produkte gewesen, die ich entweder bereits schon zu Hause hatte oder eben halt Produkte, die ich überhaupt gar nicht mochte. Ja, und ich fange einfach mal an. Ich rede wieder mal wieder zu viel, weil ich müde bin. Oh, es sieht gut aus. Ich fange mal an. Also das war hier, glaube ich, falls ich mich nicht täusche. Ich bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, weil ich das überhaupt gar nicht gefolgt habe im Internet. Und zwar hier ist einmal von Douglas Home Spa Harmony of Ayurveda. Ayurveda heißt das, keine Ahnung. Mit Indian Mango and Gotu Kola. Das ist halt regenerierende Körperlotion und das sind 100 Milliliter von, das wäre das hier. Und ich rieche mal ganz einfach dran. Schneller, ich will nicht, dass mein Video zu lang wird. Ups. Auf jeden Fall, die ist zu flüssig, da kam richtig viel raus. Also riechen tut es sehr gut, die ist aber zu flüssig, finde ich. Und mal gucken, vielleicht zieht die schnell ein. Geht so. Nicht zu schnell ein, aber auch nicht zu langsam. Hinterlässt sehr angenehmes Hautgefühl. Und es riecht auch sehr angenehm. Dann habe ich hier einmal von Alessandro. Ah, das ist ein Nagelfeiler. Ach, wie schön das ist. Schaut mal. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber das ist so weihnachtlich und ich finde die voll süß. Auf jeden Fall habe ich diesmal 6 Produkte drin. Dann habe ich hier cool. Und zwar, ich habe hier von Benefit einmal Instant Comeback Facial-Serum ist das. Auf jeden Fall ist das ein Gesichtsserum und der hatte ich schon mal in einem Box gehabt, aber halt so ein kleines Pröbchen hatte ich, ziemlich klein war die. Und hier sind, mal gucken, 50 Milliliter sind drin. Geil. Das wäre das ja. Sorry. Ich bin etwas erkältet, ich habe Halsschmerzen und Husten und deswegen. Und übrigens, ich habe nicht 2, 4, ja, nee, ich habe 7 Produkte. Dann habe ich hier einen Nagellack und zwar von Nine Inch Gel Effekt in der Farbe Hyde Park Place. Das ist so graumäßig und das sind 8 ml drin. Das wäre das hier. Die Farbe finde ich auch sehr schön. So sieht die Farbe aus. Dann habe ich hier einmal von Rituals oder Rituals heißt das. Rituals oder Rituals. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie man das ausspricht.
Good Looks Group, Sweet Orange and Cedar Road. Wood steht drauf, Sugar Buddies Group. Also, das müsste so ein Peeling sein, glaube ich. Ich guck mal. Ja, Körperpeeling mit Orange, organischem Zucker steht drauf. Das wäre das hier. Und die werde ich erstmal nicht aufmachen, weil ich von Soap and Glory momentan eins benutze. Und wenn ich die aufgekocht habe, werde ich die dann aufbrauchen. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie die riecht. Dann habe ich hier nochmal von Rituals Group ein Produkt, und zwar Miracles Group Ginseng and Ginkgo Biloba. Was für Dinger, Namen. Ultra Softening Hand Scrub steht drauf. Also dann ist das Hand ist der Hand und Scrub ist der Peeling. Also Hand Peeling. Da sind 75 ml drin. Und sieht so aus. Das ist auch schön. Und hier habe ich einen Kalender. So sieht das aus. Hier steht noch 2015, Douglas, love you. Und hier kann man persönliche Daten eingeben. Was noch? Cool. Also damit man nichts vergessen kann, zeige ich euch mal. Zum Beispiel hier steht am 14. ist 14. Februar ist Valentinstag. Und dann wie zum Beispiel Muttertag, Vatertag. Das finde ich sehr schön, echt. Somit kann man nichts vergessen und verpassen. Schön haben die das gemacht. Und ganz hinten ist so Adressenseite, wo man die Telefonnummer und so weiter draufschreiben kann. Echt schön. Also ehrlich gesagt, mein Box hat mir sehr gut gefallen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Box. Seit langem gab es bei Box of Beauty nicht solche gute Produkte. Diesmal waren die wirklich sehr großzügig. Die haben meistens nur Originalgrößen geschickt. Beziehungsweise, besser gesagt, diesmal nicht so kleine Tesla und Krübchen, sondern halt mindestens 50 ml, okay, Nagellack, darauf achte ich nicht, 8 ml steht drauf und die ist auch relativ groß, und bei Nagellacken, die sind ja nicht so extrem groß, gibt es sie überhaupt gar nicht. Mich würde sehr interessieren, ob ihr auch Box of Beauty Abo habt und welche Produkte in eurem Box drin wart und ob ihr halt damit zufrieden wart oder nicht und was überhaupt euch überhaupt gar nicht gefallen hat. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Sorry wegen meiner Stimme. Wie gesagt, Halsschmerzen, Husten. Und ja, ich sag schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal.